Diese CD heißt Take Two. Also da gibt es nur Duos. Und zwar für Geige und ein Instrument. Die Idee war, wie kann ich meiner Tochter Musik erklären? Und das ist ein bisschen aus einer Unterhaltung mit ihr herausgekommen, dass die Einsamkeit eigentlich das Schlimmste ist für einen Menschen, aber auch für einen Musiker. Für mich beginnt die Musik da, wo es zu sprechen beginnt. Also brauche ich einen Dialog. Ich habe an alle meine Freunde gedacht, mit wem könnte ich solche Duos spielen. Und zum Schluss ist das wie eine Zusammenkunft, wie eine Party, sagen wir so, mit allen Freunden geworden. Das ist ein Stück, das speziell für Patricia gemacht ist und zum Teil arbeitet mit Sachen, die wir schon über Jahre, über fast 20 Jahre Zusammenarbeit gesammelt haben. Und jetzt aber in dieser Spanne mit uns beiden als Interpreten. Es ist nicht mehr ein totes elektronisches Instrument, was ich da vor mir habe, sondern es lebt. Es ist ein Tier und wer das macht, das finde ich fantastisch. Wir haben hier eigentlich sehr, sehr viel Spaß. Wir sind nicht sehr ernst bei dieser Aufnahme. Obwohl wir versuchen, das so gut wie möglich zu machen, so ist es für uns doch am wichtigsten, einfach miteinander Spaß zu haben. I've played very little toy piano in my life. In fact, I believe my debut as a toy pianist is this recording. Sometimes you just walk into a friend's house and there'll be one, you play a few notes, but Patricia is the kind of person that will encourage you to use whatever means you have. She came up with the idea of this piece, Mit Pausen by Martinu, and it was her idea to use the toy piano. We found one, and it's a very fun instrument. I had fun. Ich habe noch nie an so einem schönen Ort aufgenommen. Es ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Man geht raus und man ist in der Natur mit den Kühen und diese unendlichen Felder und die Farben, die Sonne und diese Kirche ist phänomenal. The very first polyphonic two-part songs were associated with the most famous composer of the 14th century, Guillaume de Machaut. We are playing three ballades that are in two parts. And this is amazing poetry of love and melancholy. And Machaut wrote both the words and the music. This is very exciting. Lady, look not to your own worth, nor on me if I am unworthy, but look to loyal love, who because of his sweetness has sent me a dart of love. Das ist eben das Besondere an dieser Situation. Normalerweise, wenn ich zwischen Geige und Barockgeige wechsle, so brauche ich doch ein paar Tage und das ist eigentlich eine sehr komplizierte, schwierige Sache, auch mit Intonation. Und hier haben wir nicht so viel Zeit. Also mache ich einfach alles durcheinander.
Das ist eben mein Konzept, kein Konzept zu haben. Und man macht spontan, was uns einfach einfällt. Das reizt mich eben, dass man nicht nach Perfektion strebt, sondern nach dem Leben und schaut, was passiert.